ich sehe viele Gesichter, die ich schon gesehen habe. Oder die nicht schon gesehen haben vielleicht. Und zwar in der Zeit, als es begonnen hat, dass das, was eigentlich schon Jahrzehnte tatsächlich passiert, uns allen auch viel bewusster wurde durch den Maßnahmenwahnsinn, den man anhand einer, ich sag's beinhart, Lügenpandemie auf die Reihe gebracht hat. Und das war der Moment, als ich als bis dahin zwar politisch nicht uninteressierter Mensch, aber nicht direkt so als politisch agierender Mensch, festgestellt habe, ich muss was tun. Denn was hier auf dem Rücken der Kinder passiert ist, das kann so nicht gehen. Und es gab damals, meine, die Partei gibt es noch immer, die MFG, die wirklich ein Hoffnungsträger zu sein schien. Und ich war für ungefähr 10 bis 12 Mal war ich für die MFG auf der Rednerbühne und habe dort wirklich das kundgetan, was im Interesse der Kinder eigentlich ist. Weil ich eben Lehrer bin und auch im außerschulischen Bereich sehr viel mit Kindern arbeite und daher alles das, was da eingeströmt ist auf die Kinder, ganz beinhart mitbekommen hat. Und deswegen natürlich auch das Thema Bildung, dass wir rechnen ab, ist übrigens der Titel eines Buches, das ich selber geschrieben habe, das allerdings infolge eines Insolvenzverfahrens des Verlages dann nie wirklich in den Verkauf gekommen ist. Das Titelcover habe ich und ein paar Einzelexemplare habe ich auch bekommen. Ja, und ich habe mir also wirklich 12 Hauptthemen herausgepickt, die mit der Bildung zu tun haben. Und da halten wir zunächst einmal, erstes Thema wäre die leistbare Bildung. Momentan haben wir in Wien die Situation, dass ganztägiger Schulbetrieb inklusive Essen für kein Schulkind etwas kostet. Und der Faktor ist jener, dass ich das für gut finde, aber nicht für wirklich gut, weil es gibt schon Unterschiede zwischen den Eltern, die sich sehr wohl auch gewisse Kosten leisten könnten. Und wenn ich sage, die Kinder bekommen in der Schule ein Mittagessen, ja, zu Hause hätten sie auch eins gebraucht. Das hätten die Eltern auch bezahlen müssen. Faktor ist, also mit dem, dass für alle kostenlos sein muss, da stehe ich nicht ganz dahinter. Also es muss ja schon Abstufungen geben. Also zum Beispiel die Kinder von den Parlamentsabgeordneten zahlen auch nichts. Die können sich aber locker leisten, wie wir heute schon gehört haben. Auf jeden Fall, Bildung darf kein Privileg sein. Ja, geht es sowieso. Sondern Bildung ist ein Grundrecht. Und Bildung, und da hat Maria Theresia ja, mit der allgemeinen Bildungspflicht, weil Schulpflicht war es ja nie eine, hat sie einen ersten Schritt gesetzt als doch immer an ihr Volk denkende Monarchin und hat dafür gesorgt, dass Bildung für die Kinder zugänglich gemacht wird. Dass es sehr lange gedauert hat, bis das wirklich wirkungsvoll war, sind wieder andere Faktoren. Und Bildung ermöglicht den Kindern, dass sie später ein gutes Leben haben können, ein sicheres Leben. Ohne Bildung, ohne Ausbildung wird sich nichts ergeben, außer, was wir eh in Wien sehr stark mitbekommen, Jugendkriminalität. Und das kann nicht das Ziel sein. Dann gibt es in der Bildung etwas, was momentan von allen Maßnahmen der Kommunalpolitiker komplett negiert wird. Bildung beginnt in der Familie. Es gibt Bestrebungen, 1- bis 2-jährige Kinder verpflichtend in den Kindergarten zu setzen. Bildung passiert in der Familie. Sozialisation beginnt in der Familie und nicht, dass ich mit 1, 2 Jahren die Kinder da rausreiße.
Das hat ja einen Grund, ne? Ja. Die hat keinen Grund. Welche gebarten Mutter würde ihr 2 Monate altes gebarten Baby in die Obhut von irgendeiner wildfremden Gepardin geben, das dir beibringt, was er zum Jagen braucht oder so? Also absolut hirnrissig. Natürlich ist der Kindergarten in der Form, dass es für viele unserer zugereisten Mitbürger und Mitbürgerinnen natürlich wichtig wäre, dass sie in einer Gruppe auch ein bisschen besser Deutsch lernen. Da wäre der Kindergarten schon gut, aber da reichen mir persönlich 2 für nicht gut Deutsch könnende Kinder, 2 verpflichtende Kindergarten reichen mir da voll und ganz, wenn sie sinnvoll gestaltet werden. Da sind wir wieder bei einem anderen Thema, bei der Gestaltung der Bildung. Und da haben wir gleich drunter stehen die Herzensbildung und die Stärken. Wie passiert erfolgreiches Herangehen an Probleme? Indem man denjenigen, die Probleme bewältigen müssen, auch Erfolgserlebnisse schafft. Wenn ich Kinder über einen Kamm schere und jedem das Gleiche beibringen will, auch wenn er es gar nicht kann, dann werde ich scheitern bei diesen Kindern. Ich erlebe das täglich in der Klasse. Wir haben einen Niveauunterschied von so auf so in einem Jahrgang. Und dieser Niveauunterschied, der wird immer schlimmer, je mehr man einen Einheitsbrei verkaufen möchte. Also wir müssen uns an den Stärken der Kinder orientieren, die Stärken fördern, ohne natürlich gewisse grundlegende Dinge zu vergessen, die kommen eh später. Und ein Faktor, der in der Bildung de facto nicht vorkommt aktuell, ist die Herzensbildung. In unseren Gruppen, ich sage ja gar nicht mehr Klassen, die in Schulen momentan herumsitzen, kann Herzensbildung so nicht passieren. Bis zu 25 Kinder mit meistens einer Bezugsperson, kommt auch später noch einmal dann, genauer. Und es steht ja schon im Raum, dass durch den Zustrom der nachgeholten Kinder, die jetzt von den Asylwerbern und Migranten nachgeholt werden, erwarten wir in Wien im nächsten halben Jahr, dass die Klassengröße von 25 gesprengt wird. Weil es gibt keine Lehrerinnen und Lehrer mehr, die neue Klassen übernehmen können. Also wird man die Kinder, die es gibt, beinhart in die bestehenden Klassen reinsetzen und da, ohne mit der Wimper zu zucken, wird die Schülerhöchstzahl auf 27 bis 28 hinaufgesetzt werden. Natürlich kommen dann Kinder rein, die dem Unterricht eigentlich gar nicht folgen können. Und die, die sich damit abstrampeln können, heißen Lehrkräfte. Aber wie gesagt, Herzensbildung im sozialen Bereich, im emotionalen Bereich, kann auch nicht in Riesengruppen mit wenigen Bezugspersonen funktionieren. Unser Bildungssystem ist aktuell eine Testdiktatur. Wir haben nahezu in jeder Schulstufe, ab der 3. Schulstufe, gibt es irgendwelche verpflichtenden Testungen. Wir haben IKM-Tests, wir haben PISA-Studien, wir haben Kompetenzmessungen. Ein Wahnsinn, was hier auf Kinder losgelassen wird. Ich kenne viele Kolleginnen, die immer wenn so ein Testevent naht, dann wird einmal 3 Wochen lang nur in Blickrichtung auf diesen Test hin unterrichtet, dass die Kinder ja möglichst wenig schlecht abschneiden. Dabei bleibt natürlich der andere wichtige Unterricht ziemlich auf der Strecke. Also Tests können für mich in der Form überhaupt abgeschafft. Ja? Oder was wir haben, ist eigentlich ein gefiltertes Wissen. Der Lehrplan legt fest und das muss gemacht werden. Ob das die Kinder interessiert, interessiert niemanden in den Gremien des Ministeriums. Überhaupt niemanden.
Was komplett auf der Strecke bleibt, ist, dass kritisches Denken erlaubt wird. Von den Kindern. Und Kinder können das. Kinder können hinterfragen. Man muss sie nur lassen oder sie manchmal sogar dazu ermutigen. Wofür, wenn wir schon das Testprinzip gehabt haben, wohin wird unterrichtet? In Richtung Noten. Alle Eltern sind interessiert daran, dass das Kind möglichst gute Noten bekommt, weil es an gewissen Schnittstellen die Legitimationsfunktion der Note gibt. Wenn du diese und diese Note nicht hast, kannst du diese und diese Fortsetzung deiner Bildungslaufbahn nicht machen. Niemand fragt, welche Stärken hat das Kind. Niemand fragt, was kann das Kind. Und ich hätte einmal, ich persönlich würde die Noten ja in der Form ganz abschaffen. Aber es gibt eben diese Legitimationsfunktion und wenn wir die schon brauchen, aus irgendwelchen Gründen, dann muss aber zumindest, weil eine Note, eine Zahl, wie soll eine Zahl eine Leistung abbilden? Die einzige Zahl, die eine Leistung abbildet, ist, wenn ich 100 Meter laufen lassen und die Stopper mitrennen lassen. Aber ein 1er, 2er bis 5er sagt überhaupt nichts aus, was kann dieses Kind, was weiß dieses Kind, wie ist dieses Kind bereit zu arbeiten in der Schule. Und daher finde ich eine unerlässliche Sache, dass eine ausführliche Dokumentation passiert über jedes Kind, was es eben gelernt hat, was es kann. Ich mache das persönlich, ich habe da meine Excel-Tabellen, die berechnen sie alles selber und ich kriege dann am Ende sogar die Note raus, wenn ich sie anwenden will. Das persönliche Gefühl sorgt dann für dieses oder dieses bei der Durchschnittsnote. Aber das machst du für dich? Ja, ja, nein, ich mache es für die Kinder. Die Kinder bekommen die Rückmeldungen genauso. Und was gerade in der Pandemiezeit wurden alternative Bildungswege, die von den Eltern zwangsweise oft beschritten wurden, fast schon ins Out gestellt. Da wurden Sanktionen ergriffen gegen Bildungseinrichtungen, die sich im privaten Bereich ergeben haben. Gerade, dass man denen nicht irgendwelche schwerste Strafen oder es gab, glaube ich, sogar finanzielle Strafen, wenn irgendwelche Bestimmungen nicht eingehalten wurden. Und wenn man jetzt in Österreich alternative Bildungswege beschreitet, dann muss man, weil der Staat eine Kontrolle braucht, muss man Prüfungen ablegen wieder, die, ich sage es bei ein harter Glücksfrage sind. Ja, es kann sein, dass da eine faire Kommission sitzt, oder es kann sein, dass da eine Kommission sitzt, die de facto eigentlich die Weisung des Ministeriums umsetzt, die da heißt, alternative Bildung wollen wir nicht, also müssen wir dafür sorgen, dass die Kinder, die da rauskommen, negative Zensuren bekommen. Negative Zensuren sind in jedem Fall ein negatives Erfolgserlebnis und verhindern, dass Kinder gerne lernen. Also ich muss Anreize schaffen, dass auch die alternative Bildung anerkannt wird, und nicht wieder von Kriterien, die der Staat festsetzt, überprüft wird. Also wenn ich denke, was in den letzten Jahren und nicht erst seit Corona auf uns Lehrer eingeströmt ist. Es gibt drei Lieblingsworte momentan. Dass das dritte Fremdwort noch zusammenbringt. Auf jeden Fall evaluieren und dokumentieren. Ja, und davor kommt, ich sage einmal, planen. Ja. Planungen sind allerdings wichtig. Also Planungsarbeit ist natürlich unerlässlich. Aber eine gute Planungsarbeit ist gleichzeitig auch eine Dokumentation. Nur, man wird jetzt vom Bildungswesen, vom staatlichen Bildungswesen, wird man gezwungen, alles zu dokumentieren und zu evaluieren. Mit allen möglichen Tricks muss man das machen. Und da sind wir halt bei einer Bürokratie, die eine Katastrophe ist. Das geht bis in diese kleinen Details, wenn ich einen Lehrausgang mache, was ja für die Kinder wichtig ist, kommt auch später noch. Aber ein Lehrausgang, raus aus der Klasse, etwas erleben, etwas begreifen dürfen, dann heißt das einmal,
in drei verschiedene Plattformen einsteigen und dort diesen Termin anlegen. Wenn ich dann meine Fahrtkosten zurückhaben will, muss ich auch wieder drei verschiedene Plattformen besuchen und das dort eingeben und irgendwann kriege ich es dann mit der nächsten Gehaltsabrechnung rückersetzt. Ich verzichte mittlerweile darauf. Also die Fahrscheine, die ich verbrauche, kriege ich nie vom Staat zurück. Es ist mehr Zeitaufwand als wert. Dann haben wir, und da sind wir jetzt bei Stärken, Schwächen und was wollen wir lernen? Natürlich, wir sind ein demokratisches Land in Österreich, wir haben Grundwerte und es gibt natürlich Fähigkeiten, die die Kinder brauchen werden in dem Leben, wie die Kulturtechnik, Lesen, Schreiben, Rechnen. Das sind Dinge, die muss von einem Schulsystem abgedeckt werden. Und zwar in einer Form, dass die Kinder es auch wirklich lernen können. Und logischerweise gibt es auch Regeln für ein friedliches Zusammenleben, die mittlerweile in den Schulen ja bei weitem nicht mehr überall eingehalten werden, wo da überhaupt keine Spur mehr davon ist, dass sich die Soziale eingliedern wollen. Sind wir wieder zurück, Herzensbildung. Ja? Wenn die von Anfang an passiert, dann schaut das auch nicht mehr so schlecht aus. Externer Unterricht, habe ich schon gesagt, also raus aus der Klasse. Statt einen Text lesen über irgendwas, schauen wir uns das Ding an. Momentan bin ich eh in einer privilegierten Situation, ich habe ein Smartboard in der Klasse. Das heißt, ich kann den Kindern schon Filme zeigen zu Unterrichtsthemen. Überall kann man ja nicht hin. Ja? Mein Lieblingssatz ist, wir fahren einfach hin, der Unterricht zum Lokaltermin. Fliegende Klassenzimmer. Ja? Also, wie sie dann mit dem Flugzeug aufbrechen, quasi im Theaterstück, ist natürlich eine tolle Sache. Und beim externen Unterricht ist es aktuell so, dass die Eltern Fahrscheine zahlen müssen für die Kinder, wir Lehrer Fahrscheine zahlen müssen, und zwar die Museen in Wien schon kostenlos sind für Kinder, aber nur in ein Museum gehen, wenn man was über Tiere wissen will, Naturhistorisches Museum, der Zoo wäre besser, das Haus des Meeres wäre besser. Dort bezahlt man schon wieder. Ich wäre durchaus dafür, das absolut zu verankern, dass sowohl keine Eintritte als auch keine Fahrtspesen für Schulklassen anfallen dürfen, die extern etwas lernen wollen. Wenn wir schauen, ob es irgendwann einmal gelingt. Was dazugehört mit extern, ist auch Kooperationen mit anderen Einrichtungen, wie Sportvereinen. Wir wissen es. Jede von euch hat Kinder im Verwandtenkreis oder vor ein paar Jahren selber die Kinder noch in den Schulen gehabt. Die Turnstunden sind oft ein Graus. Ja, also es gibt auch irrsinnig viele, irrsinnig liebe, irrsinnig nette Lehrerinnen und Lehrer, die also mit den Kindern super arbeiten, aber von einer Turnstunde keine Ahnung haben. Und da würde ich sagen, holen wir einen Sportverein ins Boot. Natürlich, schon mit einer gewissen Überprüfung. Sind die überhaupt geeignet dazu, die Leute, die uns die schicken, haben die eine Qualifikation? Das ist schon klar. Also irgendeinen dahergelaufenen, der halt bei einem Fußballverein am Nachmittag mit Kindern was macht, möchte ich schon wissen, ob er es gut macht. Aber solche Kooperationen würde ich mir holen in die Schule. Unbedingt. Und das führt gleich wieder über ins Thema Betreuung von Kindern. Und auch da ist der Sport für mich wieder ein guter Vergleichswert, weil ich komme eigentlich vorher aus dem Freizeitsport als aus dem Bildungsbereich. Und im Sportverein haben wir bei Vereinen, die es halbwegs ernst nehmen, egal welche Sportart, haben wir einen Betreuungsschlüssel von einer Betreuungsperson auf 8 bis 10 Kinder maximal. Davon sind wir in der Schule aber so weit entfernt, wie wir von der Mehrstraße. Und mein Grundbegriff wäre, dass eine Klasse ständig mit 2 Lehrpersonen besetzt sein muss, egal welche Stunde, weil die Kinder brauchen Aufmerksamkeit. Und in Gruppen, in Klassen, wo erhöhte Bedürfnisse sind, speziell in Wiener Schulklassen,
wo also Deutsch nicht unbedingt die Regel ist, dann braucht man oft eine dritte Lehrperson dazu. Momentan ist eher das Gegenteil der Fall. Wir bekommen Kinder hinein und keine neuen Ressourcen. Und das gilt es schlicht und ergreifend zu ändern. Und auch dafür stehen wir mit der Tempo.